Hallo Edelmetallfreunde, Freunde der Wahrheit. Da sehen wir uns nun doch nochmal wieder am Freitag, nachdem das mit Matt Piepenburg so gut geklappt hat. Also nochmal Top News für Sie. Was habe ich heute? Seymour Hirsch schlägt nach, Dollar weiter unter Druck und am Ende spannende Entwicklung bei Silber. Es sieht jetzt wirklich richtig interessant aus. Fangen wir aber an mit Frankreich, wo einiges in Flammen aufgeht. Das Rathaus von Bordeaux wurde in Brand gesetzt, als die Proteste gegen die geplante Anhebung des Rentenalters in Frankreich weitergingen. Nach Angaben des Innenministeriums gingen am Donnerstag in ganz Frankreich mehr als 1 Million Menschen auf die Straße, davon 119.000 in Paris. Die Polizei feuerte Tränengas auf die Demonstranten in der Hauptstadt und landesweit wurden 80 Personen festgenommen. Auslöser der Demonstration war ein Gesetz, das das Rentenalter um 2 Jahre auf 64 Jahre anhebt. Die Gewerkschaften haben für den kommenden Dienstag zu weiteren Protesten aufgerufen, der mit dem Staatsbesuch von König Charles III. Zusammenfallen würde. Er wird sich an diesem Tag in der südwestlichen Stadt Bordeaux aufhalten, wo am Donnerstagabend, nach einem Tag der Proteste und Zusammenstöße, die Eingangstür des Rathauses in Flammen aufging. Zu Seymour Hirsch, der nachlegt, nachdem diese merkwürdige Segelboot-Geschichte verbreitet wurde. Anfang März empfing Präsident Biden den deutschen Bundeskanzler Scholz in Washington. Die Reise umfasste nur zwei öffentliche Veranstaltungen. Einen kurzen pro forma stattfindenden Austausch von Komplimenten zwischen Biden und Scholz vor dem Pressechor des Weißen Hauses, bei dem keine Fragen erlaubt waren, und ein CNN-Interview von Fareed Zakiya mit Scholz, der nicht auf die Pipeline-Vorwürfe einging. Der Bundeskanzler war ohne deutsche Pressevertreter an Bord nach Washington geflogen. Ein formelles Abendessen war nicht vorgesehen und die beiden Staats- und Regierungschefs wollten keine Pressekonferenz abhalten, wie es bei solchen hochrangigen Treffen üblich ist. Stattdessen wurde später berichtet, dass Biden und Scholz ein 80-minütiges Treffen hatten, bei dem die meiste Zeit über kein Berater anwesend war. Seitdem wurden von keiner der beiden Regierungen Erklärungen oder schriftliche Absprachen veröffentlicht. Aber mir wurde von jemandem mit Zugang zu diplomatischen Geheimdienstinformationen gesagt, dass es eine Diskussion über das Pipeline-Exposé gab und dass infolgedessen bestimmte Elemente in der Central Intelligence Agency gebeten wurden, in Zusammenhang mit dem deutschen Geheimdienst eine Titelgeschichte vorzubereiten, die die amerikanische und deutsche Presse mit einer alternativen Version für die Zerstörung von Nord Stream 2 versorgen würde. In den Worten des Geheimdienstes sollte die Agentur das System pushen, um die Behauptung zu widerlegen, Biden habe die Zerstörung der Pipelines angeordnet. Weiter dazu. Die unglaubwürdige Geschichte über eine Yacht, die bereits im Januar durchsucht worden sein soll, kam erst unmittelbar nach dem US-Besuch von Olaf Scholz an die Öffentlichkeit und wirkte aufgrund der Tatsachen wenig bis gar nicht glaubhaft. Sollten sich die Anschuldigungen von Seymour Hirsch in irgendeiner Form auch nur annähernd bestätigen lassen, wäre der Bundeskanzler des Hochverrats schuldig. Weiter dazu. Hirsch wirft zudem dem deutschen Kanzler vor, bei der Unterstützung der Vertuschung der angeblichen Biden-Operation zu helfen, auch wenn er womöglich nicht im Vorfeld über die Zerstörung der Pipeline informiert worden sei. Die Agency hat ihren Job gemacht, schreibt Hirsch. Mithilfe eines deutschen Geheimdienstes sollen Geschichten über die Zerstörung der Pipeline ausgeheckt und untergeschoben worden sein. Hirsch vermutet eine Botschaft der Geheimdienste hinter der von ihm vermuteten Vertuschung. Demnach solle die Öffentlichkeit aufhören, Fragen zu stellen und die Ermittler die Wahrheit herausfinden lassen. Diese würde natürlich nie ans Licht kommen, so Hirsch. Eine weitere anonyme Quelle innerhalb der amerikanischen Geheimdienstgemeinschaft soll gegenüber dem Pulitzer-Preisträger gesagt haben, es war eine totale Erfindung des amerikanischen Geheimdienstes, die an die Deutschen weitergegeben wurde und darauf abzielte, ihre Geschichte zu diskreditieren. Der Dollar gerät weiter unter Druck. Xi war in Moskau bei Putin. Und dabei wurden wichtige Aussagen getroffen. Putin-Xi-Jinping-Deal tötet den Petrodollar. Yuan, neue globale Reservewährung für den Energiemarkt. Petro-Yuan ist geboren. Putin stimmte nach langen Diskussionen mit dem Präsidenten von China, Xi Jinping, zu, den Yuan in Russland Handelstransaktionen mit Drittländern einzuführen, indem er eine Wirtschaftszone, die in Yuan handeln wird, schuf. Dies ist eine welthistorische Entwicklung, da Russland zugestimmt hat, die chinesische Währung Yuan in eine Reservewährung umzuwandeln, über die Energieein- und Verkaufsvereinbarungen getroffen werden. Diese Entwicklung wird direkt zum Tod des Petrodollars und zur Geburt des Petro-Yuan führen, was zu rasanten Entwicklungen im amerikanischen und globalen Finanzsystem führen wird.
Putin dazu: Wir sind dafür, den chinesischen Yuan für Handelsabwicklungen zwischen Russland und Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika zu verwenden. Bereits 2/3 des Handels zwischen Russland und China werden in Rubel und Yuan abgewickelt. Xi sagte noch: Im Moment finden Veränderungen statt, die es seit 100 Jahren nicht gegeben hat. Wir treiben diese Veränderungen gemeinsam voran. Ich stimme zu, sagte Putin. Zum Silber, hier gibt es spannende Entwicklungen. Michael schreibt hier: Das Open Interest ist seit den Höchstständen vor dem Crash von 2020 um fast 49% gesunken. Es befindet sich nun auf einem Niveau, das seit November 2013 nicht mehr erreicht wurde. Was bedeutet Open Interest? Offene Kontrakte an der Terminbörse. Und normalerweise, wir kennen es aus der Vergangenheit, immer wenn Silber Ausbruchsversuche unternahm, wird entsprechend geschortet, um den Preis wieder runterzudrücken. Es werden also Short-Kontrakte aufgemacht und das Open Interest steigt. Und nun, wo Silber stark aussieht, geht das Open Interest weiter zurück. Meine Interpretation ist, Sie können mich natürlich korrigieren in den Kommentaren, dass niemand mehr oder weniger als vorher versucht wird, gegen diese Bewegung zu shorten, was dann ein ganz starkes Zeichen für uns wäre. Hier eine interessante Grafik, die die parallele Kursentwicklung von Gold und Silber zeigt. Gold schickt sich an, diese Dreifachspitze zu durchbrechen, und dann könnte es durchaus schnell auf 2500 oder mehr gehen. Silber hängt noch hinterher. Also ich denke, dass hier richtig was passieren wird. Noch etwas aus dem Silver Degen Forum dazu. Von Ditch the Deep State. Gestern wurde Sprotts PSLV erneut von den Silver Degenerates überfallen, die 15,9 Millionen Dollar an Fiat-Token gegen PSLV-Aktien getauscht haben. Er schreibt hier nochmal, dass in den Dokumenten des PSLV eindeutig drinsteht, dass Silber gekauft wird, was beim SLV so nicht der Fall ist. Hier sehen Sie die Entwicklung vom PSLV, da geht also wieder richtig gut was rein. Hier unten haben wir noch die COMEX-Statistik. Registrierte Bestände 36,669 Millionen Unzen. Weiter abnehmend. Er schreibt hier noch zum Tresor: Außerdem verließ eine Wagenladung den Tresor von JP Morgan. Eine LKW-Ladung entspricht etwa 600.000 Unzen und die gingen auch raus. Dann gab es gerade noch die Meldung, dass die Silberproduktion und Goldproduktion in Peru um einiges zurückgegangen ist. Also das Finanzsystem steht weiterhin vor großen Problemen. Sie haben vielleicht schon Matthew Piepenburg das Interview angehört, und diese Probleme werden schlimmer werden. Auf der anderen Seite wird die Metallproduktion immer mehr behindert und eingeschränkt. Sinkende Produktion, steigende Nachfrage. Ich denke, das ist eine äußerst explosive Mischung. Also bleiben Sie weiter auf Ihren Beständen sitzen und nutzen Sie Korrekturen. Das Zitat noch für heute. Das wäre es für diese Woche nun wirklich gewesen. Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss.